Okay. Das ist auch eine heftige Strategie. Immer wieder Rock Polish, damit schneller ist und dann mit Headbutt immer wieder die Attacke verhindern. Na, da. Kämpfen wir nicht gegen beide nacheinander. Der Bug-Type ist. Ah, okay. Das ist eine Backfrau. Backe, backe Kuchen. Schade, dass. Okay, wir könnten jetzt ein Endlos-Duell machen. Passet gegen. Hallo, Kuh. Okay, da wir das aber nicht wollen, dass wir niemand hier, machen wir das Ganze mal ein bisschen schneller. Ja. Du kannst gerne das Battle raussuchen von Ash, wo Safcon gegen Safcon antritt. In der dritten Folge oder sowas. Da ist genau das. Härtner, setz Härtner ein! Härtner zu death! Vollbeam! Ah, nee, das lassen wir. Cut there! Es ist super effektiv. Damn. Quick Attack. Langsam weiß ich auch, was hinter dem Namen steht. Henrietta will Magona. Ich habe keine Ahnung, was Magona ist. Ich denke mal, die Entwicklung von dem Kokon. Ach, nee, unser Gift-Pokémon. Okay. Yay. Wir sind gleich schnell oder gleich langsam. Je nachdem, wie man sieht. Oh, es kann. Es kann Acid Armor. Das haben wir ihm nicht beigebracht. Ja, Toxic Spikes. Wir prügeln halt weiter drauf. Hat er ihm eigentlich irgendeinen Angriffsmove beigebracht? Scheint nicht so. Wir dürfen jetzt überhaupt nicht mehr einwechseln, weil unser Pokémon wird vergiftet und nimmt wahrscheinlich 50% Schaden oder sowas. Das war mal der interessanteste Kampf des Jahrhunderts. Tackle, 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 tackle. Absorber? Achso, Pflanze. Moston. Keep battling. Ich glaube, gegen Moston haben wir eine Chance. Weil wir sind selber Moston. Oh. Wir können jetzt nicht hinkommen. Sein Absorb ist wesentlich härter als unser Absorb. Der kann schon Leech Seed. Das ist unfair. Der gewinnt es auf lange Sicht, wenn er nicht irgendwas macht. Also wenn er nicht irgendeine andere Attacke macht.
die Harden, die hier überhaupt nichts bringt. Oder Tackle, die hier wahrscheinlich weniger abzieht. Ah, nee, es bringt ihm ja nichts. Es wird ein endlos Battle. Und es aktuell sieht es aus, als würden wir gewinnen. Noch nicht unbedingt gut für uns spricht. Machen wir mal Tackle, mal sehen, ob das mehr bringt. Nicht wirklich, aber damit können wir auf jeden Fall unsere Moves mal verbrauchen. Hätten wir irgendwas, um unsere Stärke zu erhöhen, dann würde ich das machen. Aber so ist natürlich doof. Naja. Das wird ein langer Kampf. Und solange der Gegner anfängt, weiterhin Lichi zu spammen, läuft es zu unseren Gunsten. Und ich hab gedacht, der Kampf vorher war schon langweilig. Der Kampf hier ist ja noch wesentlich. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir ihn besiegen. Also er macht so weiter. Er heilt sich immer noch etwas weniger, als wir Schaden zufügen können. Aber er macht uns mehr Schaden. Das ist so das Problem. Wahrscheinlich ist Leapseed aus. Ja genau, und überleg dir mal, das kommt auf YouTube, ist wahrscheinlich eine 15-Minuten-Folge. Puh, wir kommen langsam dem Ende entgegen. Kampfmucke. Juhu! Wir haben es geschafft. Wir haben es echt geschafft. 240 XP. Aber wir sollten die Überflieger sein. Gut, dass er auch so viele Bug-Pokémon hatte. 2 von 3. Oder 4? Ich habe ein Team aus verschiedenen Arten von Pokémon. Also kann ich nicht verlieren. Collector! Chuck! Oh mein Gott, man muss der Puzzle haben. Magnus. Man muss der Iron Man haben. So hätten wir es übrigens auch nennen können. Iron Man klingt cool. Komm Pluto, das ist ein Job für Pluto. Das ist... Mobot will einfach nur eine Konversation antreiben. Er möchte, dass du etwas sagst, damit der Chat gefüllt ist von Konversation. Und Pluto ist los. Schön. Quick Attack. Ja. Da finden wir was. Ja, wir können Scratch entfernen. Oh ja, welches Spiel? Splatoon. War Splatoon oder Mario Maker oder
Jetzt habe ich nicht gelesen, was kommt. Die Battling. Ach, Squeaker. Ah, ja, das ist gut. Das ist ein gutes Spiel. Habe ich auch in einer Kooperation mit jemand anderem gemacht. Das ist eigentlich ziemlich interessant. Komm, Quick Attack, mach's. Ja, perfekt. 208 Experience Points. Ich dachte, du hast nur zwei. Was ist denn zu Tsutsumi? War das Elektro-Ding? Nee. Komm, Iratus, mach du das. So. Ja, das war der Elektrohamster. So, dann kommen wir gleich mal mit Säure. Ha, wir ziehen wesentlich mehr ab. Ja, ich habe auch eine. Ich habe nur keine Capture Card für die, sonst würde ich von der aus wahrscheinlich irgendwas spielen. Zum Beispiel das neue Legend of Zelda oder beziehungsweise das Remake von Twilight Princess, das rauskommt. Da fällt mir ein, warum habe ich Iratus nicht zuerst eingesetzt? Collector. Typen, verschiedene Typen ist nicht der Knackpunkt, oder? Hm? Viele. Splatoon, Mario Maker. Ich glaube, Super Mario 3D World müsste ich auch haben. Oh ja, das war's. Also mir fällt zumindest gerade aktuell nichts ein. Aber ich habe schon einige. Ich habe einen ganzen Pack. Also Zelda, den Skyward Sword, den Super Smash Brothers habe ich auch. Fear the Wrath of my Pokémon. Also Splatoon hat, glaube ich, sogar Preise gewonnen. Was ist das? Es ist ein Rock-Pokémon, ich weiß, aber verdammt nochmal, was ist das? Okay. Also ich kann, Splatoon kann ich eigentlich empfehlen. Ist ein gutes Spiel. Gutes Spiel. Es ist ein Elektro-Pokémon. Nee, es ist ein Bodengesteins-Pokémon. Aber ansonsten. Ich meine, es gibt viele, die spielen das neue. Wie heißt es? Xenoblade. Soll auch nicht schlecht sein. Bald kommt auch noch. Ding raus. In Kingdom Hearts soll bald kommen. Aber von denen, die es gibt. Also der Mario Maker ist nicht schlecht, hängt halt immer davon ab, was du machen willst. Wenn du selber baust, dann ist es super. Wenn du aber nur spielen willst, ist es halt schwer, jemanden zu finden. Weil die meisten Dinge, die hoch geratet sind, also die eine hohe Wertung haben, das sind solche selbstspielenden Dinger, wo Leute sich so viel Zeit gegeben haben, dass alles perfekt selbst läuft. Ja, Mario Kart 8 kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das habe ich mit einem Freund hier, oder mit meinem Cousin, mit einem Verwandten, habe ich das rauf und runter gespielt. Wir haben jeden Parcours gespielt und immer hochgespielt von einem aufs andere. Von 50 auf 200 hoch und immer halt Schritt für Schritt. Okay, Energy weg. Jetzt. Hallo? Kannst du auch mal wieder treffen? Was sind denn das für Gegner?